willkommen zu diesem neuen Vlog von mir. Heute ist aber schon der erste Advent und zugleich auch der erste Vlog im diesjährigen Vlogmas. Denn tatsächlich ab heute werden 24 Videos online kommen, jeden Tag. Ich habe gerade geduscht und Haare gewaschen und auch schon gefrühstückt und werde jetzt gleich auch mal anfangen mit dem Tag generell. Heute ist übrigens Sonntag, der 29.11., also noch gar nicht wirklich Dezember. Wenn ihr das hier seht, wird aber schon der 1. Dezember sein. Aber natürlich muss ich halt früher anfangen zu vloggen, damit ihr auch den Vlog rechtzeitig seht. Und wie gesagt, heute ist der 29.11. und ein Sonntag. Und ich freue mich so sehr auf Vlogmas irgendwie. Und damit wir auch den neuen Monat direkt mal richtig starten können, plane ich nämlich immer sehr gerne den nächsten Monat, schon im vorherigen Monat. Also werden wir heute zusammen mal den Dezember planen. Also, dazu brauche ich erstmal meinen Laptop, wie ihr hier schon sehen könnt. Ich mach mal kurz das Fläche hoch. Okay, also zuerst werde ich den November reflektieren und da habe ich so Sachen wie Ziele, die ich erreichen wollte, dann so Mini-Ziele, außerdem auch noch die Prioritäten, die ich mir diesen Monat gesetzt habe, sowie auch Erfolge generell, dann noch meine Highlights dieses Monats, drei Challenges, also drei Sachen, die schwierig waren und nicht so einfach waren oder vielleicht auch nicht so gut waren. Dann habe ich noch, Dinge, die ich gelernt habe, ist nicht unbedingt Sachen irgendwie in der Schule oder so, sondern generell einfach so Life-Lessons, würde ich sagen. Und als letztes dann noch meine Time-Tracking, Analyse für den Monat. Genau, das werde ich jetzt mal machen. Und ja. Übrigens, wo ich jetzt gerade nochmal den Vlog mal so ein bisschen geplant habe, nochmal so ein bisschen überlegt habe, ist mir eingefallen, dass ich eine coole Sache machen wollte diesen Dezember. Und zwar haben mir öfter einige von euch erzählt, dass sie gerne mal von mir gegrüßt werden würden oder dass irgendwie das so eine ganz coole Idee wäre, wenn ich in jedem Video jemanden grüßen könnte. Und ich dachte mir, ich kann das so ein bisschen jetzt im Vlogmas integrieren und einfach, immer Hi zu einer Person sagen, sozusagen in jedem Video. Und falls ihr von mir gegrüßt werden wollt, könnt ihr einfach sehr gerne einen Kommentar schreiben und ja, da schreiben, dass ihr gerne mal gegrüßt werden wollt und dann kann ich euch mal Hi sagen. Falls ihr wollt, könnt ihr noch eine Frage stellen oder so und dann werde ich euch die in einem Vlog eventuell mal beantworten. Und ich werde jetzt erstmal Zähne putzen, weil ich habe es noch nicht gemacht. Aber es ist wichtig. Und ich habe eine sehr schöne Hose an, ich weiß. Übrigens werde ich am Mittwoch wahrscheinlich anfangen, auch weihnachtlich zu schmücken. Also schaltet dann gerne am Donnerstag ein, um zu sehen, wie ich das Ganze hier noch ein bisschen schöner, weihnachtlicher gestalte. Denn eigentlich dekoriere ich fast nie um für irgendwelche Jahreszeiten oder Ereignisse. Aber meine Eltern haben das immer sehr gerne und deswegen mache ich das wahrscheinlich am Mittwoch. Ansonsten schreibe ich mir doch noch eine Mathearbeit und sollte dafür wahrscheinlich eigentlich lernen. Aber ich denke, ich werde am Dienstag anfangen mit Lernen. Ja, also ich habe die Sachen eigentlich ganz gut verstanden, deswegen glaube ich nicht, dass ich so viel lernen muss. Aber ein bisschen mache ich dann schon, deswegen wahrscheinlich am Dienstag. Und heute wollte ich mir was zeigen. Hier drin ist nämlich der Kalender für meine beste Freundin. Denn wir haben uns gegenseitig einen Adventskalender gebastelt mit verschiedenen so persönlichen Sachen drin. Oder auch nicht persönlichen Sachen drin. Ja, werden wir dann ja sehen. Und genau, also hier sind so die ganzen Sachen drin, die ich ihr schenken möchte. Das sind ja 24 Dinge. Und nachher treffen wir uns auch ganz kurz, um uns die Sachen dann zu geben. Und ich bin mega gespannt, um meine Mutter... Einen Moment. Meine Mutter hat mir nämlich auch noch einen Kalender gemacht. Und ich habe noch nicht reingeguckt, bin aber voll gespannt. Ja, ich meinte nämlich zu ihr, dass ich eigentlich keinen möchte. Weil ich einfach, ja... Also ich mag irgendwie das Konzept von Adventskalendern an sich nicht so, weil ich es ein bisschen unnötig finde, 24 Dinge zu bekommen, die man sich sonst nie gekauft hätte, weil ich eigentlich finde, dass es nur rausgeschmissenes Geld ist und verschwendete Ressourcen sind. Aber dadurch, dass es jetzt ein persönlicher Kalender ist von meiner besten Freundin,
Moment, freue ich mich sehr. Und meine Mutter meinte auch, dass das keine materiellen Dinge sind, sondern irgendwelche persönlichen Dinge. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was meine Mutter mir da gemacht hat. Das werden wir dann auf jeden Fall die nächsten Tage sehen. Ich werde natürlich immer mitnehmen und euch zeigen, was ich an dem Tag dann in dem Kalender drin hatte. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für einen Adventskalender habt. Auf jeden Fall räume ich jetzt ein bisschen auf, denn ich habe mir noch einige Sachen in meinem Zimmer, die hier gar nicht hingehören. Ja. Ey, ohne Witz, meine Pflanze tut mir so leid. Ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie werden die Blätter immer so gelb. Und ich habe meine Oma mal gefragt und meine Oma meinte, ich habe zu viel gegossen. Aber ich habe meiner Oma nicht geglaubt und habe gedacht, ich hätte einfach zu wenig gegossen. Und habe dann noch mehr gegossen. Und ich glaube, sie hatte doch recht. Und ich habe ein bisschen zu viel gegossen. Ja, und ich rufe meine Oma jetzt mal an, da ich schon länger nichts von ihr gehört habe. Und ja. Hallo. 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 Na, du siehst es ja erst, wenn du es immer öffnest. Ne? Ja, genau. Ja, jeden Tag ein Türchen sozusagen. Ab dem ersten, ne? Ab Dienstag. Ab Dienstag. Ah, ihr seid ja süß. Habt ihr euch aber so, was hast du da alles drin? Ich habe zum Beispiel, natürlich möchte ich für nächstes Jahr auch wieder ein neues Vision Board machen. Und, also das ist nicht mein Vision Board, sondern mein Vision Board hängt da, aber ja. Und ich sammle jetzt schon die ganze Zeit immer irgendwelche Ideen, was ich schon malen und basteln und zeichnen und schreiben kann, was dann Ende des Jahres auf mein neues Vision Board drauf soll. Und genau, also wie gesagt, ich sammle schon die Ideen irgendwie die letzten Wochen und dann auch die nächsten Wochen auf jeden Fall. Und gerade ist mir wieder eine neue Idee gekommen, die ich jetzt gerne erstmal versuchen möchte zu verwirklichen. Ja, also ein bisschen Chaos. Ich muss erstmal ein bisschen aufräumen hier auf jeden Fall. Okay, meine Kamera hängt da gerade sehr gefährlich auf meinem Schreibtisch. Aber ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Ja, ich packe gerade meine Tasche. Für morgen, also meinen Schulrucksack für morgen. Morgen ist ja Montag. Und ich muss gleich noch umziehen, weil ich kann nicht in dieser Hose dann rausgehen. Ja, das mache ich dann gleich noch. Oh mein Gott, ja. Ich mache gerade das hier nicht für meinen Vlog, deswegen. So, ich bin jetzt wieder drin und es war irgendwie mega kalt und deswegen habe ich auch schon hier meine Mütze auf. Also es ist alles noch ein bisschen unordentlich, aber ich werde das mal gleich ein bisschen ordentlicher machen und dann die ganzen Sachen auch da irgendwie schon hinstellen. Plus diesen Kalender hier noch irgendwie schön hinstellen. Genau. Okay, ich habe mich jetzt gerade entschieden, dass ich einfach den Kalender hier stehen lasse, aber diesen Kalender hier doch lieber hier drin lasse. Also ich glaube, ich finde es auch schöner, wenn der hier drin ist, weil sonst wird es einfach zu voll und das brauche ich nicht alles hier. Deswegen, das bleibt schön mal hier drin. Ja, es kann hier an der Seite stehen und voll schön. Und der Buddha hält die 24. Sehr gut.
Ich sitze gerade auf meiner Heizung. Ohne Witz, mir ist so kalt irgendwie. Deswegen muss ich mich gerade erstmal ein bisschen aufwärmen. Aber ich wollte euch noch kurz einige Sachen zu Vlogmas generell erzählen, damit ihr nochmal Bescheid wisst über den Monat. Denn ich wollte vor allem euch erstmal erzählen, wann die Videos überhaupt online kommen. Und zwar werden jetzt, ab heute sozusagen, also ab dem 1. Dezember bis zum 24. Dezember, jeden Tag ein Video online kommen. Also jeden Tag ein Vlog. Und ich werde in diesem Vlog dann immer ein bestimmtes Thema ansprechen, beziehungsweise bestimmte Sachen besonders herausstechen, wie jetzt zum Beispiel heute mit dem Adventskalender oder auch mit dem Dezemberplan, damit es natürlich für euch jetzt nicht total langweilig ist und irgendwie was total alltägliches langweilig ist eventuell, sondern dass ich halt so ein paar Sachen habe, die vielleicht für euch interessant sind. Die Videos werden jeden Tag um 18 Uhr online kommen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das irgendwie ein bisschen so, ja, familiär, freundschaftlich machen und wir dann irgendwie alle so das zusammen angucken können um 18 Uhr und wir dann da auch uns austauschen können in den Kommentaren. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid sozusagen und wir uns jetzt im Dezember jeden Tag sehen können. Ich finde es echt krass. Und ich bin echt gespannt, wie viel Arbeit das wird. Ich glaube, es wird schon mega viel Arbeit, aber ich glaube, es wird auch mega lustig und schön, hoffentlich zumindest. Und wie auch schon bereits erwähnt, möchte ich natürlich in jedem Video auch noch eine Person grüßen. Also falls du mir gegrüßt werden möchtest, nochmal hier die Erinnerung, dass du einfach in die Kommentare etwas schreiben musst, plus dann dazu, dass du noch gerne gegrüßt werden möchtest. Wie schon bereits gesagt, möchte ich natürlich versuchen, jeden Tag wirklich ein Video rauszubringen und jeden Tag euch hier mit Content auf jeden Fall zu bereichern. Aber falls es mir irgendwann nicht funktioniert, falls ich irgendwie zu viel Schulstress habe oder anderen Stress habe oder falls ich mal krank bin oder so, kann es natürlich sein, dass dann euer Video mal nicht online kommt. Und in diesem Fall werde ich euch auf jeden Fall bei Instagram benachrichtigen. Also folgt mir sehr gerne bei Instagram, falls ihr noch Bescheid wissen wollt, wenn eventuell mal kein Video online kommt, dann folgt mir da sehr gerne. Hier oder hier müsste mein Name auf jeden Fall stehen. Ich heiße Lara Emily Official. Mittlerweile ist es jetzt schon 8:30, also schon, ja, eigentlich ist es noch nicht mal so spät, aber schon ein bisschen spät. Auf jeden Fall ist es gerade ziemlich chillig auf meiner Heizung. Und für heute war es dann auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat dieser erste Vlog von Vlogmas gefallen. Lasst mir doch gerne eine Bewertung da, je nachdem. Oder schreibt mir auch einen Kommentar. Und dann freue ich mich sehr, dass wir uns morgen wiedersehen. Also habt noch einen wunderschönen Tag und dann bis morgen. Schlaf gut, bis morgen, ciao!